Hallo und herzliche Grüße aus dem jetzt schon herbstlichen Knüllwald. Endlich haben wir vernünftiges Wetter hier, vernünftige Temperaturen, wo sich unser eins auch wohlfühlt. In letzter Zeit ist sehr viel geschehen. Ihr habt es an den Videos gesehen. Wir hatten ein Lesertreffen, was außerordentlich erfolgreich war. Und wir hatten dort auch Besuch vom Volkslehrer. Wir hatten ihn eingeladen, weil wir wussten, dass er sehr stark teilweise unter Kritik stand, und wir haben ihn angeboten, sich dem Podium zu stellen und auch kritische Fragen zu stellen, und das hat er auch gemacht. Das spricht eindeutig für ihn. Was schlecht war, die Jungs und Mädels, die ihn immer stark kritisieren, per Telefon und hinter dem Rücken und hinter vorgehaltener Hand, die waren natürlich dann leider nicht mehr da oder waren überhaupt nicht erst gekommen. Das ist natürlich nicht gut, spricht aber für den Volkslehrer und gegen seine Kritik eindeutig. Ihr habt seine Vorträge gehört und auch das, was er gesagt hat und was er gemacht hat. Und ihr habt ja auch schon einige Berichte von dem ROW-Lesertreffen gehört. Ich möchte nur noch so viel dazu sagen. Wer nicht daran teilgenommen hat, hat Pech gehabt. Wir hatten diesmal wirklich Vorträge vom Allerfeinsten, vor allen Dingen Vorträge, die auch in die Zukunft zeigten, basierend auf der Vergangenheit. Es wurde Wissen vermittelt, was so wirklich nicht überall zu bekommen ist. Ne? Sehr hervorragende Vorträge, und ich empfehle nur allen Kameradinnen und Kameraden und allen Interessierten, beim nächsten ROW-Lesertreffen teilzunehmen. Es wird nicht nur wieder die Schlacht von der Westernplatte zum 100. Mal geschlagen, sondern unsere Weltanschauung, unsere Gedanken und vor allen Dingen unsere politische Motivation geht in die Zukunft. Wir müssen die Zukunft gestalten, und das wird auf solchen Lesertreffen doch intensiv behandelt. Aber wie ihr seht, wir haben kein neues Studio, wir haben uns verbessert, und zwar erheblich verbessert. Wir haben ein etwas anderes Ambiente, und ich sitze jetzt für mich vor einer grünen Leinwand. Das bedeutet, wir haben ein Programm erstehen können, wo wir jetzt ständig laufende Bilder und andere Bilder im Hintergrund von mir einblenden können. Und die können wir dann auch während des Vortrages ändern. Was wir da machen werden, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich sehe nur eine grüne Leinwand. Ihr seht jetzt also schon mehr wie ich. So könnt ihr also alle miterleben, was wir mit euren sogenannten Zuwendungen machen. Nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir verbessern und erweitern ständig unser Ambiente, unsere Technik und auch unsere Werbe- und Propagandaeinheiten. Wir haben auch wieder zufriedenstellende Spenden bzw. Zuwendungen erhalten. Wir haben sie sofort umgesetzt. Leider ist doch eine sehr große Anzahl von Kameraden dabei, deren Adressen wir nicht haben. Und also können wir uns also bei denen auch nicht bedanken. Wer also die Recht und Wahrheit, die ja jetzt neu rausgekommen ist, ihr seht es ja hier, und unser Werbeblatt regelmäßig beziehen will, und wer bei uns spendet, hat das Recht dazu, er wird automatisch das Recht, dem muss uns natürlich seine Anschrift zusenden, damit wir das erledigen können, damit er die Werbematerial und Informationen, Einladungen und so weiter bekommt. Denn wir sind ein lebhafter Laden, wir sind nicht nur eine Zeitung, wir sind der organisierte Wille. Ja, und wir machen viele Veranstaltungen, und dann ist es ganz gut, wenn die Jungs bei uns eingebunden sind und die Mädels, und dann bekommen sie die regelmäßigen Informationen. Also nochmals, herzlichen Dank für eure Zuwendungen, und ich hoffe, ihr seht, wie wir uns weiterentwickeln hier, technisch und so weiter, und dass euch das auch gefällt. Ihr könnt übrigens jederzeit Vorschläge machen. Was noch weiter passiert ist, wir haben jetzt endlich wieder eine neue ROW-Seite. Das war gar nicht so leicht, wieder einen Server zu finden. Wir haben also, diese Seite ist noch in Arbeit, aber wir haben einen Server gefunden. Wir sind also jetzt auch über Internet wieder zu erreichen. Der Link, oder wie das so schön heißt, die Internetseite wird unten angezeichnet hier, möchte ich jetzt nicht sagen. Also es gibt wieder eine Recht und Wahrheit.net und so weiter und so weiter. Wir müssen da noch sehr viel machen. Habt also noch ein bisschen Geduld. Wer mitarbeiten möchte,
ist auch hier herzlich dazu eingeladen. Wir suchen ja ständig weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da kann man eigentlich gar nicht genug von haben. Das ist auch sehr wichtig für uns, damit es weitergeht. Zur zweiten Sache kommen wir jetzt zu einer Sache, wo ich noch Stellung zu nehmen wollte, weil ich ja auch sehr viel Erfahrung, das ist die sogenannte rechte Terrorzelle Chemnitz. Habt ihr alle schon von gehört, habt auch schon viele Kommentare gehört und so weiter. Aus meiner Sicht, und das möchte ich extra sagen, aus meinen Lebenserfahrungen, ich bin ja immerhin jetzt im 47. Dienstjahr, wo ich Politik mache in der rechten Szene, gehe davon aus, dass von diesen 6 oder 8 Mann, die da jetzt festgenommen worden sind, mindestens 2 bis 3 vom Verfassungsschutz sind und dass diese Leute harmlose Leute sind. Man hat ja angeblich nur ein Luftgewehr gefunden. Damit kann man natürlich schwerlich eine Revolution machen oder einen Terroranschlag. Da kann man vielleicht mal einen Hund in den Arsch schießen, dass er ein bisschen aufjault, und das ist auch alles. Das wird nur gemacht, um abzulenken, ne? Um von dem Niedergang der etablierten Parteien abzulenken und diesen rechten Terrorismus hochzujagen, den es gar nicht gibt, damit aber der Begriff rechte Terrorzelle in den Köpfen der normalen Menschen bleibt. Das ist eine Einschüchterung, das sind Versuche, die Menschen auf primitive Art und Weise zu manipulieren. Typisch Lügenmedien, ich rede ja nicht nur von der Lügenpresse, sondern von den Lügenmedien. Und dazu sind die Fernsehsendungen und so weiter, die da alles mitbringen, spielen da einen ganz entscheidenden Beitrag dazu. Also aus meiner Sicht ist das ein Fake. Ich lasse mich gerne anders beleiden, aber ihr werdet sehen, in naher Zukunft, die Jungs werden alle wieder freigelassen oder sie werden, weil sie sich haben anleiten lassen, verleiten lassen, wie so viele leider von uns in den letzten 40 Jahren in den Knast wandern, werden zu Rennenstrafen verurteilt. Wir haben ja eine politische Justiz, mittlerweile eine Jure der Politik. Die Jungs, die werden also ganz schön, wenn sie große Klappe gehabt haben, wenn sie sich haben hinreißen lassen, für ihre Spielereien bezahlen müssen. So, das ist das für heute, das erste Mal. Wir werden uns wieder melden, jetzt wieder regelmäßig. Ich hoffe, unser neues Ambiente hat euch gut gefallen. Und wichtig ist auch, dass wir es gut hingekriegt haben. So leicht wie ist das nämlich alles gar nicht. Es ist eine Menge Technik notwendig. Und auch weiterhin, ihr könnt mich telefonisch erreichen, ihr könnt mich per Brief erreichen, das funktioniert alles momentan, und auch per E-Mail. Auch hier wiederum, ich muss es immer und immer wieder sagen, wer nicht innerhalb von 14 Tagen von mir eine Antwort erhält, der muss bitte nachhaken, dann kann man davon ausgehen, dass diese E-Mail nicht angekommen ist. Und dann möchte ich euch zum Schluss noch eine Bitte machen, abonniert unsere neue Zeitschrift, ja. Ist ein großer Erfolg. Wir haben auch andere Themen wie nur Politik da drin. Und abonniert diesen Kanal und macht schön Werbung für die Sache, denn es stehen uns heiße Zeiten bevor und wir haben wirklich ein paar interessante Dinge vor, die wir machen wollen und die wir auch machen werden. In diesem Sinne, alles Gute und heil euch.